Moin! Ja, bevor das Video richtig losgeht, könnt ihr jetzt alle mal unten die Kommentarleiste anklicken und einen Kommentar schreiben. Und zwar folgendes. Ihr seht ja, wir machen unterschiedliche Videos, wenn man davon absieht, dass es alles um Sägewerk bisher geht. Aber wir machen unterschiedlich viele Stämme pro Video. Und ihr könnt jetzt natürlich unten mal eure Meinung schreiben, die würde mich nämlich interessieren. Und zwar aktuell, so wie es läuft, schneiden wir ja relativ viel. Das heißt, wir produzieren an den Videos relativ viel vor. Und dementsprechend sind auch die Abstände natürlich immer länger, bis ich auf irgendeine Sache reagieren kann, weil es einfach viel, viel länger dauert, bis die Videos online kommen. Und ihr könnt jetzt mal eure Meinung, weil die interessiert mich, unten drunter schreiben, was euch lieber wäre. Und zwar, ob wir das weiterhin so beibehalten, dass wir zum Beispiel, wenn es zusammenpasst, wie zwei Birken, mehrere Rosskastanien, mehrere Eichen, was auch immer, wir haben ja auch viel Pappel, Zeder, etc., dass, wenn das halt gerade die Situation anbietet, wir da sozusagen ja, mehrere Stämme in einem Video schneiden. Und dafür bleiben wir so im Intervall von einem Video pro Woche, dann werden die Videos wahrscheinlich auch länger, es sind jetzt auch längere dabei gewesen. Oder ob ihr lieber zum Beispiel mal einen einzigen Stamm pro Video hättet, egal ob dann die nächsten zwei, drei Videos, sage ich mal, sich um dieselbe Holzart handeln. Aber dafür sind die Videos dann kürzer und ich würde versuchen, ich kann es nicht versprechen, aber ich würde versuchen, zweimal die Woche eins hochgeladen zu bekommen. Schreibt da gerne mal eure Meinung drunter, da würde mich interessieren, wie es da bei euch aussieht. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wie gesagt, wenn man sowas hier als Esstisch hat, dann ja, kommt man gar nicht mehr zum Essen, wenn man nee, so geflasht ist von dieser Oberfläche. Moin Moin, Freunde, heute wieder mit Tobi. Moin, hallo. Der weiß noch gar nicht, was ihm heute bevorsteht. Wir schneiden nämlich Birken. Und heute wird er die Birken schneiden. Bist du bereit? Ja klar, auf jeden Fall. Dann macht er direkt was anderes. Ja. Gar nicht gleich. Du bist gar nicht da? Okay. Gleich da. Ich bin gleich da. Ja, also ich wollte eigentlich das jetzt hier kurz machen. Das will ich auch direkt loslegen. Hier habe ich drei schöne Birken. Zwei untere Stammhälften und eins aus der Mitte. Ja, der Tobi wird versuchen, aus den unteren 5er-Bohlen rauszuholen und aus der Mitte 33. Versuchen, die unteren Stücke etwas dicker zu machen, weil Birke sehr, sehr reaktiv ist unten im Bereich. Das ist ja zäh. Verzieht sich da ziemlich und so die Mittelteile, die falten sich eigentlich beim Trocknen immer am besten. Man sieht halt auch dort immer an den Zopfenden hier, aber auch hier, da fängt das natürlich dann eher an zu reißen, anstatt zu verbiegen. Und hier, wenn man sich das anschaut, der untere Stammteil reißt fast gar nicht, aber das wird sich richtig biegen. Wir haben bei dem hier sehr viele Beulen, also bin ich da sehr gespannt. Und das ist aus dem gleichen Stoß wie die eine Birke, wo wir schon mal auf Lohnschnitt geschnitten haben, nur die gehören tatsächlich diesmal uns. Und da bin ich mal gespannt, ob die genauso gut aussehen. Das sind tatsächlich so, ich sag mal, um die 30 cm. Das ist hier für unsere Verhältnisse wirklich schon eine dicke Birke. Also alles, was dicker ist, ist eigentlich bei uns nicht mehr im Wald zu finden, sondern wirklich nur im Vorgarten. Und ja, ich hoffe, dass die zumindest nicht aus dem Vorgarten kommen, weil das ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwie Metall drin ist, deutlich geringer. Und da habe ich heute irgendwie nicht so die Motivation. Oder wie sieht es bei dir aus? Metall? Ah, oh, nee, Metall hatten wir jetzt schon. Also das Lager ist voll. Ja, reicht genau. Erstmal. Holz übergehen. Genau. Ne, ich bin gespannt, was hier drunter steckt, die ganzen Beulen. Genau. So, Tobi, dann walte deines Amtes. Mal gucken, was es geben wird. Ich bin gespannt.
Was hattest du gesagt? Ey, ja, jetzt nochmal für alle. Ich bin halt noch nicht so geübt. Ich gebe es zu. Ja, aber das ist ja, glaube ich, der erste richtige Stamm. So. Das andere war ja mal so 2-3 Schnitte, ne? Und das ist der erste richtige Stamm, aber man muss es halt lernen, ne? Also man muss halt ein bisschen reinkommen. Das ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk, ist jetzt eigentlich im Grunde genommen relativ einfach im Vergleich zu dem, was sonst noch so alles auf der Welt gibt. Aber es sind halt so ein paar kleine Details, auf die man achten muss, ansonsten schrottet man sich halt das Teil. Und da ist man natürlich ein bisschen vorsichtig, genau. Und wie lässt sich die Birke so schneiden? Die wird ja gerne immer so als Vorführbaum genommen, weil die lässt sich eigentlich immer ziemlich gut schneiden. Echt? Ja, was hast ja, du jetzt so? Ja, gar nicht so einen Eindruck. Nee, doch, war ganz okay. Also ich meine, ich habe natürlich jetzt nicht so viel Vergleichswerte, gell, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ansonsten, man kam durch, ja, man sieht es, sind keine Nägel drin, kein Metall. Das bisher. Ist gut. Und ich schiel immer so rüber, weil ich bin irgendwie so ein bisschen geflasht hier von dieser Farbgebung hier. Ich dachte nicht, dass die doch so rötlich ist, weil Birke hat man ja immer so im Kopf, dass sie eher hell ist. Genau. Hell und langweilig, aber die scheint richtig cool zu sein. Ja, die hat so einen Falschkern. Ja. Das können wir uns vielleicht nochmal im Nahen angucken, wenn das ein bisschen sauber gemacht ist. Und dann schauen wir mal. Ne? Das hat so einen typischen Birkengeruch, mit dem ich nicht so klarkomme, weil ich bin etwas allergisch gegen Birke. Aber hier sehe ich schon, hier ist auch irgendwas Besonderes. Ja. Ich nenne es immer Anomalie. Alles, was anders ist, ist eine Anomalie. Maserung ist das so. Das sieht ja schon mal schön aus. Das sieht man hier ziemlich deutlich. Ja, hier auch. Ja. Das ist auch krass. Also ich glaube, wenn das hier gehobelt und geschliffen ist und alles das und geölt, dann kann das schon richtig, richtig schön sein. Glaube ich auch. Es spiegelt richtig, ne? Ja. Also jetzt schon, obwohl es nur geschnitten ist. Das Band ist natürlich nagelneu, das macht schon einen schönen Eindruck. Das stimmt natürlich, das darf man auch nicht vergessen, ja. Aber gut. Schauen uns das mal an, wenn es sauber ist. Also ich habe jetzt die allererste mal sauber gemacht, der Tobi kommt gar nicht aus dem Staunen raus. Ja, ich habe mich jetzt gerade wieder ein bisschen beruhigt, aber es ist schon echt saukrass. Ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera erkennen kann, aber das ist so flashig, so aus diesem Blickwinkel, so wo da jetzt gerade so die Kamera steht. Ich glaube, so sieht man es noch krasser. Ah ja, okay. Es ist halt überall geriegelt, gemasert. Die Kamera fängt es tatsächlich besser ein, als ich dachte. Echt, Wahnsinn. Und da kommt halt so ein bisschen immer Falschkern durch. Dann stinkt normale weiße Birke, wieder so ein bisschen Kern. Dann ein bisschen Verfärbung, weil sie schon ein bisschen länger liegt. Ja, aber der Wahnsinn. Hier oben ist dann zwar nicht mehr so viel. Ja, hier unten auch überall diese Maserpunkte. Mhm. Diesen kleinen Trieben hier. Das sieht so krass aus, wenn man da mal richtig nah hingeht. Das sind halt so die Details, ne? Aber dafür, also wenn man Liebhaber ist für sowas, dann könnte man mit sowas ziemlich glücklich werden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt schon glücklich damit. Aber es ist ja nicht mehr meine. Bald zumindest. Die ist ja verkauft. Ja. Schade eigentlich. Naja, wenn man alles behalten würde, was man schön findet, ich glaube, dann würden wir fast jeden Stapel hier irgendwie behalten wollen. Ja, auf jeden Fall. Außer die Eiche, die gehen wir weg. Nee, ich bin mal gespannt, was sonst noch kommt. Das Stück ist voll mit Cambiominierfliege. Das habe ich gerade den Tobi mal suchen lassen. Er hat es gefunden tatsächlich, was das ist. Nicht? Die ganzen kleinen schwarzen Streifen. Das ist schon fast wie bei so einem Stück Erle. Das ist nämlich überall. Eine süße Birke, ne? Ja. Sonst wären sie nicht da. Es besteht jetzt ziemlich viel aus dunklem Kern. Eher braun. Hier kommt jetzt ein bisschen rötlich innen drin. Ich wette, hätte man den jetzt noch ein Jahr stehen gelassen. Ich weiß nicht, wie lebendig der gewesen. Das wäre jetzt wahrscheinlich der ganze braune Teil auch so violett später. Aber hier unten auch wieder alles voll mit Maserung. Sehr schön, ne? Mhm. Sehr schön. Thank you.
Und der erste Stamm, wie war's? Ja, schön. Und es war ein richtiges Erfolgserlebnis. Ja. Alle abziehen. Möchte ich daraus sehen. Nee, ist schön. Also, wenn man mal so zwei, drei Schnitte gemacht hat, wird man ein bisschen sicherer und. Genau, jetzt am Ende lief es auch flüssiger. Gefühl. Man muss halt ein bisschen mit dem Computer zurechtkommen, ne? Ah ja, wenn man es nicht kennt. Kleine Einstellungssachen, ne? Wenn man da nicht aufpasst, dann fährt man irgendwo gegen oder auf einmal läuft der Freischneider irgendwie nicht weiter oder so. Dann fragt man sich erstmal, was ist denn jetzt los, ne? Klar. Aber wenn man so die zwei, drei Kniffe raus hat, dann läuft das auch. Macht ja auch Spaß. Ja. Die nächste Seite ist auch sehr, sehr vielversprechend. Mit überall Riegelung und kleinen Maserpünktchen. Alles voll. Und die verschiedenen Farben sind spannend, ne? Mhm. Die durchkommen. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Ich weiß halt nur nicht, ob die halt rausdunkeln mit der Zeit, dass das dann alles einheitlich wird. Das kann natürlich auch passieren. Ja, sieht fast so aus, als ob das hier feuchte Stellen wären, ne? So nasse Stellen. Ja, es kann halt sein, dass das schon oxidierte Stellen sind. Oder oxidierte. Ne? Birke oxidiert ja auch. Wenn da Luft dran kommt. Und es kann sein, dass das später alles einheitlich wird. Sprich, dass so der helle Teil dann später so ein bisschen den Farbton hier annimmt. Ah, ja. Mhm. Und der Teil jetzt, der ist natürlich feucht hier. Ja. Spürt man ja. Dass der dann dafür noch ein bisschen heller wird. Aber das hier ist auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher, was hier so dunkel ist und auch so ein bisschen rötlich. Das ist, glaube ich, das falsche Kernholz. Mhm. Wir sind jetzt so nahe des Kernbereiches. Wir haben hier unten immer noch extrem viel von diesen Maserpunkten. Ja. Mein Lieblingsdetail, eine ganz kleine Maserknolle, die der Tobi direkt erwischt hat. Sieht man richtig, wie diese Maserung hier nach außen geht. Ist natürlich, wenn man das Stück besäumt, ist es leider draußen. Das heißt, je nachdem, was man damit anfängt, fehlt das Detail vielleicht irgendwann mal. Ja, sieht schon lustig aus. Mhm. Schade, dass es die einzige ist. Und dann halt der Kern, ich habe eben schon mal gesagt, das erinnert mich fast ein bisschen an Lebensbaum, so von der Farbe, auch von der Maserung her. Doch ziemlich stark sichtbare Jahreszeiten. Kennt man ja nicht von der Birke, ne? Mhm. Aber wenn das so dunkel ist, kommen die halt gut zur Geltung. Ich meine, hier im hellen Teil sieht man sie fast gar nicht mehr, aber hier im dunklen. Dafür umso mehr. Richtig, richtig. Dafür umso mehr. Jetzt noch eine einzige Bohle und das war es dann leider schon von dem Stamm. Das wäre es dann schon. Aber, ach Mann, ey, von Weitem sieht das so krass aus, was da alles abgeht, ey. Ja. Wahnsinn. Richtig schön. Wahnsinn! So. Ich zeige euch auch nochmal alle Bohlen im Verbund. Das ist, also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann ja viel über Holz sagen. Die mich länger verfolgen, wissen, dass ich manchmal auch einfach gar nicht die Klappe halten kann und über Holz reden muss die ganze Zeit. Aber das ist so unglaublich schön. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das macht mich wirklich sprachlos. Wenn ich mir das einfach anschaue, die Maserung ist einfach mega. Also das ist wirklich, ich glaube, ich habe selten so schönes Holz gesehen. Wahnsinn. Also das sieht so toll aus. Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Hier ist auch nochmal dieses nette Detail mit der kleinen Maserknolle, die wir direkt erwischt haben. Ansonsten, es ist eigentlich nicht viel los. Ne? Es sind keine großen Äste drin und auch sonst irgendwie wenig Spannendes, worüber man was sagen kann. Aber es ist einfach dieser Kompletteindruck von dem Bohlen oder das Gesamte, was einfach wahnsinnig geil aussieht. Unfassbar. Also das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Hätte so bei diesen Bohlen so ein bisschen erwartet, vielleicht Riegelung wird drinne sein. Dann hätte ich gedacht, ja, so ein bisschen vielleicht. Oder so Wellen zumindest. Aber dass es so aussieht, hätte ich nicht gedacht. Wirklich der Wahnsinn. Selbst das Seitenbrett ist einfach der Wahnsinn. Es ist zwar nicht ganz so viel hier drinnen los, aber auch trotzdem. Es ist wirklich spektakulär. Wie ihr seht, ist noch eine da. Und Tobi ist leider weg, der hat jetzt Familienzeit. Und eine habe ich jetzt hier noch draufgerollt. Das ist die dünnste von allen. Da werde ich, denke ich, mal so 33 cm. 33, ich sag jedes Mal 33 cm, 33 mm dicke Bretter runterschneiden und ich denke, die kriege ich alleine bewegt, wobei das hier, habe ich gemerkt, ist schon, es ist noch sehr nass, das Holz, dann ist das sehr schwer
Und das macht mittlerweile auch alles nicht mehr so viel Spaß, das alleine zu heben, wobei es auch schon damals nicht Spaß gemacht hat. Aber ich denke, hier die 33er werde ich hinbekommen. Hier wird auf jeden Fall, wie gesagt, mehr los sein. Also hier sehe ich schon vereinzelte Äste. Ich habe auch schon auf den anderen Seiten gesehen, okay, hat hier auch jemand einen anderen Plan erst als wir. Genau, ich weiß nicht, aber man sieht es, glaube ich, von meiner Perspektive nicht. Aber wie gesagt, da waren auch noch mehr Äste. Also ich gehe davon aus, hier ist mehr zu erwarten. Das ist aber auch der Mittelteil. Also hier erwarte ich tatsächlich auch nicht, dass das sich so sehr verzieht, sondern dass es, wie man sieht, eher reißt. Da bin ich am Überlegen. Ich habe jetzt das Anker-Seal nicht dabei. Man es versiegelt zur Not. Muss ich das noch nachträglich machen? Aber ich denke, hier bei den Bohlen wird das gehen. Aber selbst hier vorne ist kaum Riss. Also wenn ihr euch überlegt, der Lohnschnitt, den wir gemacht haben, da hat man das ja richtig knacken gehört, da ist das aufgegangen. Hier könnte das vielleicht auch sein, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, das Stück könnte der Fortsatz von dem Baum sein, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ja, doch, ich würde sagen, da unten ist so ein kleiner Riss und das war hier vorne auch. Also gehe ich davon aus, wird das der Fortsatz von dem sein, den wir gerade geschnitten haben und das hier ist nochmal ein eigener Baum. Und genau, ihr habt es ja auch wahrscheinlich schon gesehen, wir haben ja hier den Bock wieder voll, dann kommen hier Douglaschen und da hinten liegt eine Eiche. Das waren jetzt drei Hängerfuhren, die jetzt tatsächlich am Samstag, glaube ich, kamen. Deswegen musste auch die Rosskastanie plötzlich ziemlich zeitnah weg. Aber das ist tatsächlich auch noch nicht alles. Ich würde euch auch gerne nochmal den Rest zeigen. Und dafür muss ich aber einmal über den Platz laufen. Aber hier hinten haben wir zum Beispiel noch ein Birkenstück, das war abgeschnitten. Ich weiß jetzt gar nicht von welcher Birke. Ich glaube von der zweiten, die jetzt noch auf dem Bock liegt. Das ist natürlich sehr schade, dass dem so ist, weil man sieht, hier ist eine dicke Maserknolle, die ist auch ein bisschen angeschnitten. Aber das Sägewerk kann ja theoretisch auch einen Meter aufschneiden. Also bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht den vorderen Teil hier schneide, zumindest so, dass man ein bisschen was von der Maserknolle hat. Den Rest kann man ja trotzdem verbrennen, je nachdem, wie es aussieht. Und dann müssen wir einmal am Auto vorbei. Davor liegt nämlich der ganze Rest, der angefallen ist oder der gekommen ist. Und ihr seht vielleicht auch schon von Weitem, es sieht nach einigem Eichenholz aus oder nach einiges an Eiche. Und wir haben hier vorne einmal einen doch sehr schön dimensionierten Block. Ich schätze mal, der war so um die 60. Wir haben hier noch weitere Abschnitte von der Birke. Also ich weiß, bei der, die jetzt noch drauf haben, wir unten einen Meter abgeschnitten, weil das war wirklich krumm. Also das ging da fast 90 Grad übertrieben gesagt ab. Wir haben noch Reste von den Douglasien. Das wird alles zu einem Zaun verarbeitet. Aber das passt da soweit auch. Also die kurzen Stücke können wir auch gebrauchen. Und da ist auch nochmal ein Abschnitt von der Birke. Das macht auch Sinn, weil die waren eigentlich, glaube ich, immer 6 Meter lang und derjenige, wo ich es geholt habe, die haben da schon mal 1 Meter von abgeschnitten. Das ist der Teil, der da vorne liegt. Und das war, glaube ich, genau wie gesagt, alles von der, die jetzt noch auf dem Bock liegt. Dann war die unten so geknickt, dass ich gesagt habe, naja gut, okay, zwei, zweieinhalber lohnt sich nicht, weil es hat unten diesen enormen Knick. Und da mussten wir halt leider noch 1 Meter abschneiden, weil wir 4 Meter nicht transportieren können. Ist ein bisschen schade, aber ist leider so. Dann haben wir hier noch eine Eiche. Die hat einen ziemlich dicken Ast da unten. Man kann es, glaube ich, erahnen, dass er ein bisschen so einen Knick macht, aber das ist auch Lohnschnitt, also das soll dann Tischplatten geben oder Bartresenplatten, ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben noch den Rest von der dicken Eiche, die wir uns da vorne angeschaut haben, die hat auch ziemlich massive Äste, aber das macht meiner Meinung nach auch den Reiz von diesen Blöcken hier aus und die sind wirklich gut dimensioniert. Also ich schätze mal, 60 cm haben die bestimmt, leider hier einen ziemlich großen Riss, aber ich glaube, damit können wir arbeiten. Und dann hier nochmal ein etwas schlankeres Stück Eiche. Das hat ziemlich viele Verletzungen, wie man da vorne sieht. Da überlege ich einfach, ob wir das möglicherweise besäumen, so besäumte Bohlen oder so schneiden. Hier vorne ist ja auch einer, aber man sieht ja auch, glaube ich, dort vorne ist auch tatsächlich eine Verletzung. Aber man sieht, das ist alles ziemlich am Rand. Also wenn man es besäumt, kriegt man es wahrscheinlich raus. Dann hat man nicht diese nervigen offenen Stellen. Bei der Eiche gammelt das ja auch ein bisschen. Aber das ist auch noch reingekommen. Und wie gesagt, ich vermute mal ein, zwei Fuhren mit Eiche werden auch noch kommen, unterschiedlich. Also werden wahrscheinlich Blöcke dabei sein, die vielleicht in etwa so dick sind wie der. Ich glaube, die dünnsten sind jetzt schon da, aber alles so, ich sag mal, das Kaliber vielleicht ein bisschen dünner. Da hinten liegen ja auch drei am Rand, also hier.
So das Kaliber wird das wahrscheinlich sein. Also für alle, die gerne Eiche sehen, wir haben auch ein wenig Eiche dieses Jahr. Und dementsprechend werden wir die auch ein bisschen schneiden. Wird hier wahrscheinlich nicht liegen bleiben, um zu vergammeln. Ne, also das hier ist das Zopfstück von der einen, die wir uns eben angeschaut haben, wo ich gesagt habe, es sind viele Verletzungen drin. Ne, man sieht das ja auch hier am Rand, ist es überall, auch hier im Holzbild. Und das ist natürlich, ich meine, wenn es hier sitzt und so klein ist, ist kein Problem, aber hier am Rand die großen, ne, man sieht, was ich meine, es gammelt gerne mal, hier ist es weich. Das ist dann natürlich für Bretter oder sowas dann nicht so schön, muss man halt alles ausfüllen. Und hier ist das natürlich dann extrem. Also hier ist es schon weich, auch der Kern ein bisschen. Aber das besäumen wir halt zur Not alles raus und dann nehmen wir halt das, was in der Mitte übrig bleibt. Und dann ist es halt so. Genau. Mal gucken, ob die letzte Birke, oder letzte eigentlich ja nicht, aber zumindest vielleicht die letzte für heute. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Unterstützung heute bekomme. Dann zumindest die letzte, wie gesagt, für den Tag. Ob die auch so schön ist wie das Holz, aber ich kann es mir echt schwer vorstellen, weil das ist schon sehr, sehr genial. Ja, wieder mal eine nachträgliche Abmoderation, diesmal tatsächlich nicht vergessen. Diesmal absichtlich. Ich habe jetzt beim Schneiden der Birkenvideos gemerkt, dass das dann doch einfach sonst zu lang wird, die Videos. Und das ist dann zum Schneiden, das ist kacke. Und ich glaube auch zum Schauen macht das keinen Spaß. Deswegen machen wir zwei Teile draus und deswegen jetzt die verspätete Abmoderation. Dem schlauen Fuchs wird aufgefallen, dass die Birke dann schon fertig ist. Es liegt ja auch schon die Douglas hier hinten. Deswegen, ja, seid gespannt auf den zweiten Teil. Es gibt dann nur diese eine Birke, aber in den nächsten Teil gibt es dann dafür die anderen beiden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Vergesst nicht gerne irgendwas drunter schreiben. Ne? Die Birke bietet ja schon sehr viel, worüber man sprechen kann, würde ich sagen. Und abonnieren und den ganzen anderen Kladderadatsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.